Was läuft, meine lieben Freunde? Hier ist euer Switchface. Wir sind beim Mercedes-Benz Museum. Dies hier ihr letzte Treffen. Und ich bin übel geschockt, weil hier stehen Autos. Nicht nur Mercedes. Hier sind eigentlich sehr viele Marken. Ich kenne davon nicht alle Modelle. Und wir sind jetzt bei einem stehen geblieben. Das ist dieses Schmuckstück und es sieht einfach. Das Ding flasht mich. Guckt euch mal bitte diesen Motor an. Also, was halt schwer sind, sind Karosserieteile, aber ich weiß nicht, ob das ein, weil das ist ja alles Eigenbau ist. Also, ich finde, das sieht schon danach aus, weil sehr viele Schweißnähte und. Ich denke mal, davor war ein ganz anderer Motor drin. Und wir haben den so umgebaut. Das ist brutal. Das flasht mich wirklich komplett. 4-Rohr Abgasanlage, Pandera GTS. Und hinten haben wir Schlappen, Alter. Was sind das überhaupt für Schlappen? 335er, 35, 17. Solche Teile sind das. Nimm das Ding mal von vorne. Mach meine Pulver ausprobieren, die Kollege Gelände und so weiter. Hey Leute, ich erschrecke mich ja immer selbst. Komm her. Kamerafrau will hier Menschen überrempeln. Auf jeden Fall, das Ding ist einfach flach, breit und lang. Gehen wir weiter. Leute, hier stehen gewisse Ferrari-Modelle, alle in Rot. Madame steht ja auch auf Rot, ne? Yes. Ja, aber gib mal die Kamera her. Und was ihr sehen könnt, sie hat ja auch rote Haare. Komm mal her. Was ich zum Beispiel richtig krass finde, ist gerade dieses Modell. Also ich kenne jetzt nicht von Ferrari alle Modelle, aber der hier flasht. Dieses Modell von der Seite. Ich filme mal die Seite. Vorsichtig jetzt Wasser reinfallen. Finde ich hier den Heckbereich auch richtig schön. Sehr schön gemacht von Ferrari. Und tut mir mal einen Gefallen, komm mal mit. Auf jeden Fall, die Sache ist die. Ihr müsst jetzt mit mir die Fahrzeuge hier erraten. Okay, wir gehen von jedem Modell zu Modell. Ich werde wahrscheinlich viele Marken herausfinden können, ja, so wie das ein Ferrari ist, da vorne ein Fiat, da hier ein Daimler und sowas, aber welches Modell und welches Baujahr, was für eine Motorisierung, keine Ahnung, erratet mal mit. Ich wette Kawa, Grüße an dich, du wirst bestimmt sehr viele Autos hier herausfinden, da du ja so ein Freak bist und sehr viele Eckdaten von gewissen Fahrzeugen kennst, bin ich mal gespannt, was du darauf antworten wirst. Ja, dann gehen wir weiter. Hier haben wir nochmal ein altes Modell von Ferrari. Ich spicke mal ganz kurz nach hinten, solange kannst du den filmen. Das ist ein 328er GTS. Vielleicht habt ihr das ja schon gewusst oder nicht, ich weiß nicht, ich wusste es nicht. Und davon gibt es jeweils zwei Modelle, filmen wir gleich beide. Achso, Moment, das Lustige ist, die Kennzeichen sind fast identisch. Die haben beide am Ende 328. Gehen wir schön zusammen? Ja, natürlich. Ja, super. Schnell auf, schnell auf. 2,7er? Ja. Eigentlich so wie das meiste. Kommen wir zum Motor.
Voila. Wie ist denn die denn blaue Stiegel, sagen wir mal? Das gleiche Baujahr, oder? Das ist ein 88er. Ja. Leute, ich brauche gerade. Hey, hier kommen Autos rein. Mein Herz pumpt. Hier noch ein Ferrari. Welches Modell wieder? Keine Ahnung. Marke Ferrari, rot. Und gerade eben ist noch einmal frisch reingetroffen. Das ist der hier. Und bevor du den filmst. Marke kenne ich nicht. Modell kenne ich nicht. Baujahr kenne ich nicht. Gesehen habe ich es auch noch nicht. Bitte schön. Und sehen wir es mal. Komm mal schnell hierher. Wir haben hier Flügeltüren und wenn man hier reinschaut, haben wir Schalensitze aus Carbon. Brutal. Und hier noch eine richtig fette Abgasanlage, eine schöne Sidepipe von der Marke Stüber, falls es jemand was sagt. Was hat denn der auf dem Lenkrad? Weiß man welches? Was ist denn das für ein Baby? Was? Ich glaube, ich die ganze Zeit Baby. Wer? Nicht, dass der Hund so heißt. hinten steht auch nichts, also Marke und Modell unbekannt. Leute. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Komm mit einfach, wir laufen. Yalla. Hier haben wir sehr viele Fiat-Modelle. Kannst du einmal ganz kurz auf die Schnelle filmen. Lustige Autos. Ist es nicht das Cover Mobil, was ich auf Forza Horizon für Cover mal gemacht habe, aber es ähnelt sehr diesem Modell Cover. Also könnte das ja auch was für dich gewesen sein oder ist immer noch etwas für dich. Allerdings haben wir es hier nicht in Miami Blue. Wir haben es in Weiß, wir haben es in Cremefarbe und nochmal in Weiß. Jalla. Bitte, jetzt kommt Dinger. Montana Black mit seinem grünen Lambo. Ich glaube, Montana Black hat auch seinen Kollegen mitgebracht. Salam alaikum. Jalla, weiter. Wir haben hier einen richtig schönen Oldtimer. Marke, Modell kann ich so auch schwer sagen. Vielleicht ist es sogar ein Daimler. Ich würde sagen, wir filmen jetzt von innen und dann sehen wir das ja auch ungefähr. Hallo, wir sind Also Leute, ich kann es wirklich gerade schlecht erraten, weil es gibt nichts, was es deutet, was für ein Fahrzeug das ist. Ich schätze mal, es ist ein alter Daimler. Komm mal hier. Ich guck dir mal bitte diese breite Fläche an, hier unten. Da kannst du ja drauf frühstücken, oder? Total. Auch richtig sauber und sehr, sehr schön. So ein Ding würde ich auch gern besitzen. Geil. CL63 schmeckt. Zu älter Wagen. Aber hier haben wir auch nochmal einen Oldtimer. Höchstwahrscheinlich E30 320. Da das Kennzeichen auch 320 ist. Oh.
Hey Leute, es tut mir wirklich leid, das ist so ein Mischmasch-Video, also ich komme nicht richtig nach meinem Format hinterher. Aber hier haben wir auch ein 323, noch eine ältere Dreier-Version als die hier. Save the Classics. Macht es Leute, glaubt mir. Bald ist es vorbei mit den Verbrennungsmotoren. Deswegen genießt noch, was man genießen kann. Schaut noch alles an, was man noch anschauen kann. Weil irgendwann wird das hier alles nicht mehr geben. Dann werden nur noch hier E-Autos stehen wie Tesla und sowas. Und dann hörst du halt gar nichts mehr und riechst auch gar nichts mehr. Hier haben wir nochmal einen älteren Golf. Sieht auch ziemlich sauber aus. Hat auch schöne Felgen und hat auch eine sehr, sehr schöne Tiefe. Das ist ein Fahrzeug wieder für Acken. Hier kannst du noch mal kurz Montana Black drehen. Der Aventador V12. Also ganz kurz, achtet nicht auf das Kennzeichen, weil das stimmt nicht. Das ist Montana Black, der hat das nur jetzt umgemeldet auf Esslinger Kennzeichen. Genau, guck, er hört mich ja. Auf jeden Fall hat er das nur gemacht, dass er seine Ruhe hier ein bisschen hat, aber ihr wisst ja, Paparazzi ist am Start. Papo, wir haben ihn direkt erwischt, Jalla, komm. Leute, dieser Arsch, das ist wie wenn es Picasso gezeichnet hätte, so haben die es hergestellt. Das Ding sieht von hinten aus wie ein Käfer, breit, flach, brutal. Zeig mal nochmal den Arsch. Der ist sick, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also ich mach mal die Fliege hoch. Dankeschön. Alpiner Felgen mit gelben Scheinwerfer, richtig schön. Guck mal, der hat sogar noch die alten Wischer. Guck mal bitte, wie die aussehen. Voll süß. Genau dieses Lenkrad will ich in meinem E32 haben. Genau dieses. Aber ich glaube, das wird spiegeln, gell? Leider. Auf jeden Fall kommen wir mal zum Arschbereich. Das sind halt solche Sachen, was ich an E30 liebe, dass die Endtöpfe, also der Endtopf, die Blenden vom Endrohr, also auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, dass die so schräg rausgucken. Zeig mal. Aber wir zischen hier rum. Das Ding ist halt einfach, mein Herz schlägt einfach für alte Modelle. Und hier haben wir nochmal einen alten Mustang in Cabrio mit einer roten Ausstattung. Richtig schön. Ich denke mal, die Kamerafrau steht auf die Innenausstattung. Ja. Guck mal hierher. Also man muss hier nicht mal drin sitzen und man weiß schon automatisch, dass es einfach bequem ist. Richtig? Yes. Bewertung 1 bis 10 den Mustang. Ich gebe den 11 plus. Ich gebe dir eine 8. Eine 8? Ja. Aha, weswegen?
Ich weiß nicht. Und was gefällt dir nicht? Die Ausstattung könnte knalliger sein. Ach so, wie deine Haare? Ja. Ja, weiter? Ja. Deswegen nur eine 8. Dann nehmen wir doch einfach dein Haarfärbemittel und dann färben wir diese Zeit ein. Dann passt es doch. Dann bist du eine 20. So. Jetzt haben wir hier wirklich sehr viele E-Klassen, 190er in der Reihe. Komm, filmen wir mal von ein bisschen weiter außen. Yo al Musa sí le quiero meter, digo, buen sistema de escape, güey, porque literalmente te dura 40 años. O sea, un buen acero inoxidable. Der hier ist natürlich nochmal extravagant, weil er hat nochmal so eine Verbreiterung an der ganzen Karosserie. Hey, ich sag euch ehrlich, hier gibt es so viel zu filmen und so viele Autos flashen mich. Normalerweise wäre das Format, wir erraten jetzt die Modelle, dies, das, jenes, Ananas, aber ich krieg das gerade nicht auf die Reihe. Aber schreibt doch mal trotzdem die Fahrzeuge, die wir jetzt hier gefilmt haben, welche Modelle das sind und welche Marken. Weil schau mal, du musst jetzt nur mal so in die Runde filmen, weißt du, ich meine so. Und hier stehen so viele Modelle einfach, so viele krass schöne Modelle, alles schön gepflegt. Ich will dahin laufen, hier laufen, dann kommt von da hinten ein Fahrzeug, der da hinten gibt Vollgas. Dann kommt eben der Aventador, da kommt ein neuer Ferrari rein, also da kommen so viele Fahrzeuge, Leute. Oh, der BMW da hinten, ay caramba. Oh, schön ist das. Laufen wir mal ein bisschen weiter nach hinten. Gucken wir mal, was im Backstage-Bereich so abgeht. Sehr schöne Felgen. Manta GSI. Diese Fahrzeuge sind schon fast ausgestorben. Ein Opel-Modell. Was sagst du? Ja. Erkennt man so gar nicht, gell? Nee, aber wer den Film Manta Manta kennt, weiß, worum es geht. Ja, stimmt. Sehr nicer Film. Also ich würde dieses Modell erkennen, weil ich die Filme davon kenne. Wie du sagst, ausgestorben, aber sehr nice. Ja. Gefällt dir der Manta? Ja. Gefällt dir? Ja. Auch gerade in der Farbe, ne? Mit ja. Den Felgen. In der Tiefe. Gefällt dir? Ja. Der hat auch Recaro Stoffsitze. Von innen sehr, sehr sauber. Auch der Heckbereich. Also ich finde, das ist halt gar nicht so hoch, ne? Nee, absolut nicht. Das ist auf jeden Fall ein freshes Auto. Würde ich mal sagen, gehört auch zu den Legenden. Würde ich auch sagen, ja. Würde ich auch sagen. Ich sag halt immer wieder, alte Opel-Modelle sind sehr, sehr schön, muss man schon sagen. Damals haben die wirklich eine sehr schöne Arbeit geleistet. Aber ich sag ja, mittlerweile, die gefallen mir so überhaupt gar nicht. Also gar nicht. Ich finde, es gibt kein krasses Modell mehr. Alles, was früher, so ein Manta oder ein Calibra, oder das Chaya Mobil, das waren noch so Legendenautos. Ja, aber die neueren Modelle kann ich, also für mich gegen die Wand klatschen. Jetzt kommt nochmal ein Lambo. Lauf nach hinten. Ey. Oh, was guck mal hier. Ja, da oben steht hier. Sehr altes Modell von BMW. Erratet mal. Film nur so ein bisschen. Zeigt nicht so großartig viel vom Fahrzeug. Ich muss auch nur kurz was schauen. So, gehen wir da. Guck mal. Leck mir am Arsch. Das hier ist Dinger. Okay, genug gezeigt. Also, kleiner Tipp. Baujahr 76. Gefällt mir. Schau mal die Niere an, wie klein die ist. Von früher. Bitte.
richtig schmal und länglich. Vor zwei Jahren. Ja. Heutzutage von BMW geht ja die Niere von der Windschutzscheibe bis zur Lippe vorne. Also ich finde auch gerade die neuen Modelle von BMW auch nicht mehr schön. Die ganzen mit der Niere. Das hat ja schon, wann hat denn das angefangen? Beim Vierer. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Modell das angefangen hat, aber seit ein paar Jahren gibt es diese doofe Nieren. Auch beim X7, da haben sie so Monster-Niere dran gemacht. Beim 97er damals. Beim Vierer? Vierer und auch beim M3 und so. BMW, ihr habt mit der Niere verkackt, finde ich. Herr, wir kommen mal im Ferrari. Was habe ich vorhin gesagt gehabt? Ich glaube, das ist sogar das Modell. Das 328er GTS. 328er GTS war es, oder? Ja. Schauen wir mal nach hinten. Jawohl, Alter. Punkt für mich. 328er GTS. Kleiner Beweis. So. Dann, Leute, haben wir hier nochmal ein Oldtimer von Mercedes. Und zwar die alte S-Klasse S280. Ich liebe solche Fahrzeuge. Wunderschön. Guck dir das mal an. Was sagst du von der Bauform her? Wie findest du die Karosse? Geil. Schön. Kantig. Auch noch, guck mal hier mit der Heckflosse. Ja. Das ist halt das, was nochmal so diese Kirsche auf der Torte ist, ne? Bei Firma von innen. Guck mal hier noch. Alles aus echtem Holz. Siehst du das? Ja. Hier die ganze Leiste hier oben. Alles echt Holz. Damals war halt wirklich die Arbeit von Fahrzeugen viel, viel schöner, viel, viel wertiger. Damals haben sie sich auch richtig Mühe gegeben. Corrado? Corrado oder Scirocco? Corrado, glaube ich. Kawa weiß es 100% gleich? Das ist, glaube ich, ein Corrado. Ja? Ja. Weil damals Scirocco und Corrado haben sich von vorne nicht sehr viel geschenkt, finde ich. Nee, aber nach vorne hinten sieht das nach einem Corrado aus. Scirocco. Ich hab nichts gesagt. Punkt für mich? Ja. Oh. Warte. Gib mir die Kamera. Was für einen Blick macht er? Ja. Ein bösen oder einen müden Blick? Beides zugleich irgendwie, ne? Da wo ich meinen Check gekauft habe. Der hat auch so Autos. Ja. Simon Fels in Wahnsinn. Was sagst du mal Bescheid und dann mache ich die. Was für eine schöne Ausstattung. Wie gesagt, da kommt schon mal, dann nimmst du die vier Räder mit. Ja, was ist los? Ich greife das Ding so, als dass es ja nicht runterfällt, weil jetzt habe ich Krämpfe. Ah. Okay, Leute, das heißt, ich bin jetzt der Kameramann, ich führe die Kamera. Hier, Madame kann nicht mehr die Kamera halten, da meine 50 Kilo Kamera zu schwer geworden ist für sie. Mache ich das jetzt? So, Leute, hier haben wir einen alten Ford. Was ist? Ein Capri? Digga, Ford Capri GT. Ich sag Capri. Schon bescheuert, oder? Ein bisschen. Ich muss mal rausnehmen. Ne, ich heb schon. Alles gut. Den Gummi rauskommen, den Föhn, weißt du, dass der. Tu du dich mal ein bisschen ausruhen, gell? Ja. Ja. Also da sind vor allem perverse Spoiler hinten drauf. Welcher? Schaule 10 von 10. Oh. Der schmeckt. Oh. Ich hab mich gerade
auch eben in einem Mercedes-Modell verliebt. Hast du das? Ja. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da an der Haube? Diese. Guck mal hier. Was ist wohl hier verbaut? Aber Alter. Okay. Okay. Ich bin geflasht. Einfach nur wow. Sie muss sogar direkt ein Bild davon machen. Also hier stehen wirklich sehr krasse Modelle da. Uff. Leute, man weiß nicht, wo man hingucken soll. Man weiß es einfach nicht. Von überall kommt irgendwas. Hier auch. Bam. Noch ein Oldie. Jetzt guckt euch mal die Kutsche an. Wunderschön. Ist unser. Eigene Chance. Aber danke für den Hinweis. So, jetzt kann ich herlaufen, Bild ist vorbei. Hier haben wir einen Rechtslenker. Ich muss riechen. Oh ja. Hey, ich würde gerne hier hinten jetzt sitzen. Guck mal, voll geil, du hast sogar so Fußabtreter aus Metall. Und seine Füße drauf tun. Weißt du, aus was die Felge besteht? Einfach aus Holz, gell? Schon geil. Aha. Auch hier der Heckbereich. Ein sehr krasses Auto. Ein alter Chevrolet. Alter Corvette. Hey, das ist doch Wahnsinn, Alter. Das kann doch niemandem erzählen, sowas. Weißt du, was ich lustig finde? Die Autos von früher sehen einfach viel besser aus als die Autos von heute. Ja. Das ist irgendwie so, wie als ob wir in die Vergangenheit reisen. Ja, auf jeden Fall. Und das? Ja, das sollte wahrscheinlich drin sein, ja. Ich finde, solche Autos müssten in dieser Zeit jetzt kommen. Auf jeden Fall. Und nicht früher. Viel geiler. Alles. Die neuen alles, Modelle, alles. Ja. Deswegen sind wir ja umgestiegen. Leider. Nein, was ist leider? Ich bin umgestiegen auf Oldschool. Ja, auch richtig wunderschön. Okay, es blendet einfach, das Auto ist so schön. Das ist blendet, das ist ein Blenderwagen. Auch die Innenausstattung. Guckt euch mal diese Dicke an, Alter. Guckt euch mal das an, das ist einfach so breit hier. Meine Fresse. Hä? Oh. Ich sag ja, man weiß nicht, wo man hingucken soll. Und hier stehen die Leute an fürs Museum, die wollen alle reingehen. Aha. Leute, das Ding ist, da ich jetzt hier auch die ganze Zeit filmen muss, vor allem, man muss auch sagen, ich filme das erste Mal vor so einer Menschenmenge. Ja. Bevor die Kamera losging, war ich schon sehr nervös. War er? Ja, das war ich. Weil irgendwie mag ich das nicht, vor Menschen die Kamera vors Gesicht zu halten. Weil dann immer sehr viele neugierig sind und gucken, was er da macht. Huhu. Eine Kamera hat man ja noch nie gesehen, aber die gucken dann halt, wer gefilmt wird, wer das ist, ob es eine bekannte Person ist. Vielleicht sind wir bekannt, aber vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, Leute, es ist ein krasses Treffen. Oh mein Gott, Alter. Guckt dir mal bitte diese Haube an. Das ist auch noch ein SS-Modell. Ich heule gleich. Wir laufen direkt dahin. Und der befindet sich genau dort. In weiß. Seht ihr die Haube jetzt schon von hier? Wir laufen jetzt. Der 328 GTS, der geht jetzt. Da ist er.
Ey, diese Haube. Guck mal wieder. Guck mal, vorne hat er so richtig Fahrradreifen. Siehst du die Breite? Ja. Voll süß, gell? Aber ich glaube sogar, wenn der also richtig Dampf unter der Haube hat, was die Indizien natürlich dafür sind, dass er so eine Haube hat, wird er viel Leistung haben. Vielleicht hebt er sogar. Lenkrad abgemacht? Da liegt das Lenkrad? Scheiße, das blendet zu sehr. 12. Das ist mein Plan. Also nicht Rennspitze, mehr IT. Aber das vielleicht noch. Also weil, mir hat jemand gesagt 13 zu 1, aber 13 zu 1 finde ich schon. Also meine Motorenleute haben gesagt, naja, versuch's mal mit der Hilfe machen. Und ich habe mir jetzt ausgerechnet mit einer Kopfrüstung, wenn ich wollte, wenn ich gerne fahren will, liegt dabei 12. Das finde ich auch. Sag du. Was? Zum Auto was? Ja, das ist auf jeden Fall auch. Hier. Da sind die Leute. Es ist auf jeden Fall eine 12 von der 10. Für mich. Ich habe eins quasi den ersten. Auf jeden Fall. Hat er was? Ich krieg keine Worte raus. Der fängt an zu stottern, ja. Ich taumel schon vor mich hin gerade. Hast du schon mal gesehen, dass er, ich sehe es gerade von hier, unter der Haube Anzeigen hat? Ja. Ich habe es gesehen, wo ich reingeguckt habe. Nein, hat er nicht. Doch, hat er. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein! Das war das erste, was ich gesehen habe. Alter! 3,4 Sekunden, 200. Deine Ventile sind fast 40 MP. Dürfen wir bitte von hier gehen? Nein. Weil ich krieg noch sonst einen Herzinfarkt. Im Leben will ich eigentlich noch. Oh, das ist süß. Gehen wir links. Also ich habe mir jetzt was überlegt, seitdem wir die ganze Zeit filmen. Ja. Wir filmen schon eine Weile. Ja. Wir sind noch nicht überall gelaufen. Ja. Ich glaube, dieses Format, was Autotreffen betrifft, wird ein bisschen schwierig sein zu filmen. Also entweder ich filme nur die Fahrzeuge und ich rede einfach nicht dabei. Nimm einfach die Kamera, lass mich. Leute, das war's von mir. Ich rede nicht mehr. Wenn du filmen willst, film, aber ich. Meine Nerven sind am Ende. Sagen. Ja. Ich kann nichts mehr sagen. Er ist hin und weg. Er ist in seinem Element. Er kommt nicht mehr klar. Ihm fehlen die Worte. Der ist gerade fertig mit der Welt auf jeden Bitte Fall. Film doch mal da. Guck mal. Du fahr ich jetzt am Auto selber. Da kannst das ganze Auto durchleuchten. Ich muss doch noch was sagen. Ich muss meine Worte wieder ein bisschen zurücknehmen, weil ich habe doch vorhin wegen BMW und den Nieren was gesagt gehabt. Weißt du noch, wegen vorhin? Ja. Was ist das für ein Modell und was sind das für Nieren?
Ja, gehen wir mal gucken. Wahrscheinlich haben die von damals abgeguckt. Ah, damals, 1800, da hatte man schon solche Niere. Warum machen wir das jetzt in den 20. Jahrhundert nicht auch? Bitte, guck mal. So, meine Freunde. Film einfach. Guck mal, ich muss doch was sagen. Ich kann meine Fresse einfach nicht halten. Guck mal, in den damaligen Modellen hat man das hinbekommen, dass man Öldruckanzeige hat, Öltemperaturanzeige hat, Wassertemperaturanzeige hat, also Batterieanzeige. Wir hatten so viele Anzeigen vom Fahrzeug, die uns einfach so viele Daten vom Motor gegeben haben. Wieso kriegt man das heute nicht mehr? Also es gibt so viele Modelle, da kriegst du einfach nicht die Öltemperatur. Das ist doch so wichtig, dass man das weiß, so wie Wassertemperatur. Warum macht man sowas? Führt es doch mal wieder ein. Wobei, jetzt habe ich eh die Hoffnung verloren, die werden sowieso keine Autos mehr bauen, weil ja nur noch E-Autos kommen. Dann werden die wahrscheinlich nur noch Temperatur von Batterie messen können. Aber Leute, das hättet ihr doch bei jedem Modell auch bauen können. Eine Anzeige, wo Öl anzeigt. Das werde ich bei meinen E32 auch machen. Weil Öltemperatur finde ich sehr wichtig, so wie Wassertemperatur. Und weiß ich, dieses Auto. Das hier haben wir nochmal den Lambo. Yes. Ja, auf jeden Fall später gehen wir noch mit Montana Black ein Steak essen. Ja. Haben wir schon abgemacht? Aber das Ding ist, der hat halt nur zwei Sitze, ne? Du musst dann halt später irgendwie mit Bahn oder so nach Hause. Ich fahr mit deinem hinterher. Ja, nee, nee. Guck mal. Was für geile Modelle. Hey. Okay, jetzt dreht er durch. Komm schnell, komm. Wunderschöne Farbe. Wunderschön. Bitte halte mich jetzt nicht für blöd. Ich kenne mich mit Ferrari-Modellen nicht so krass aus. Aber ich glaube, das ist der Ferrari 458er Italia, nur als Cabrio. Ja, das ist sogar der. Guck dem, wo ich jetzt letztens gefahren bin, in Schwarz, das ist der als Cabrio. Ah. Kommen alte Gefühle wieder hoch? Oh ja. Okay, das ist der 488er Spider. Aber von innen sieht der genauso aus. 488er. Schön als Spider. Also der ist auch eine 20 von einer 10. Welcher? Der rote? Ja, den haben wir aus dem Video gefunden. Genau. 480er. Mal jetzt ehrlich, Alter, was ist das? Jetzt ist der Sound.
Spruch, bitte. Okay. Sollen die warten, ja? Hey. Was war das für ein geiler Käfer, Mann? Roadster, Mann. Cover. Oder Acken, wenn du auch guckst. Gab's die schon so Serie oder hat er das nur so umgebaut? Das ist jetzt die Frage, weil... Jetzt mal ehrlich, sieht schon lustig aus, wenn er so hoch ist. Auf jeden Fall. Da kommt der alte Diesel. Hör mal, wie er tuckert. Oh, der qualmt noch schön. Truck Doran. Der riecht nach Pfannkuchen. Da wird irgendwo Essen gemacht, der riecht nicht nach Pfannkuchen. Riecht nach Pfannkuchen. Nein, da wird das hin gemacht. Es gibt keinen Pfannkuchen. Ja, eine Liebe für BMW. 16 Komm. Leute, das ist doch das schönste Auto von allen hier. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Leute, ich komme wieder zu Wort. Und zwar wollte ich mich von euch richtig verabschieden. Es ist ein sehr, sehr krasses Treffen von Mercedes-Benz Museum. Auch richtig schön, dass sie diesen Platz hier zur Verfügung stellen und wirklich sehr schön. Wir waren ja letzte Woche schon mal da, wollte das alles eigentlich filmen, aber wir waren zu spät dran leider. Deswegen ist es jetzt die Woche geworden. Ich bin sprachlos. Ich laufe mit Dauer 180 Pump auf Herz hier rum und versuche halt hier für euch Material zu filmen. Es sind wirklich sehr, 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 sehr schöne Autos da. Auch sehr viele Oldtimer, so jetzt hier im Hintergrund auch der Mustang. Ich zeige ihn mal nur ganz kurz. Und der läuft. Der ist nur im Leerlauf und ich schmelze dahin. Leute, falls es euch gefallen hat, abonnieren, liken, kommentieren, teilen. Macht diesen ganzen Kram bitte, unterstützt mich, supportet mich. Ich will mir endlich eine bessere Kamera kaufen, weil ich will nicht mehr mit der hier filmen. Ich will endlich eine gescheite Kamera. Deswegen
Support ist sehr, sehr wichtig für mich, auch dass ich ein bisschen erfolgreicher und vorankomme, weil ich möchte das ja später mal hauptberuflich machen und es ist im Moment noch nicht machbar. Wie findest du es hier? Gut, sehr schön, sehr interessant. Meinst du, den Leuten wird sehenswürdig? Meinst du, den Leuten wird das so gefallen, so wie ich hier rumgesprochen habe? Ja, ich glaube schon. Ja, glaubst du? Ich glaube, die können deinen Input verstehen. Okay. Ich glaube, sie nehmen es mir nicht böse, dass ab und zu das Falsche gefilmt wurde. Ja. Kamerafrau filmt zum ersten Mal so. Ja, also. Zum ersten Mal filmt sie. Und da kommen weitere Mustangs und ich schmerz vorhin von mich. Also ich habe schon, wie soll ich sagen, 61er Mustang. Film kurz, ja. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe sogar, klingt jetzt wirklich sehr komisch und weird, aber wenn mich so vieles auf einmal so fasziniert und mein Herz auf 180 schlägt, habe ich immer so langsam diesen Drang, von diesem Ort irgendwie wegzugehen, weil die Verarbeitung für mich ist schwierig, weil ich besitze sowas nicht. Ich besitze natürlich auch ein schönes Auto, so ist nicht, aber film den nochmal. Ihr wisst ja warum, ihr hört und ihr seht es ja auch, ne? Ist echt belastend für mich, sagt ehrlich. Ohne Scherz, es ist wirklich belastend für mich. Aber falls euch so ein Format gefällt, gucke ich auf jeden Fall, dass auf nächstes Jahr, wenn Corona es zulässt, wir öfter auf solchen Treffen gehen und wir mal so gut es geht, alles filmen können, weil hier stehen wirklich sehr, sehr viele Autos. Das war es jetzt wirklich von mir, Leute. Macht's gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß.